Hallo, herzlich willkommen zu Need for Speed Most Wanted. Heute möchte ich euch was Besonderes zeigen. Von einem Download-Link, den ich leider nicht mehr wusste oder weiß und nicht mehr auf dem PC finde. Den findet ihr allerdings bei einem Most Wanted-Video mit Unendlich Nitro, ich glaube heißt es. Habe ich von einem anderen YouTuber. Auf jeden Fall, egal. Was man dabei alles bekommen kann, kann man direkt hier dran sehen. Moment, so. Fahrzeuge also. Den BMW GTR 3, den hat man dann am Anfang. Ne? So. Den fahre ich jetzt schon seit dem Anfang. So. Hier, Polizeiauto. Hammergeiles Ding. Aber echt mies drauf manchmal. So, die Corvette, selbe Modell, nur etwas anders und aber immer noch genauso schnell. So, Eclipse, den kann man von einem Track, nee, Moment, einem Blacklist-Fahrer bekommen. Den fahre ich allerdings nicht, weil er ist viel zu wenig und die Striche hier. Das ist die Schnelligkeit von dem Auto, weil ich gerade fahre. So, nächste wäre der Galado. Affenmäßiger Zahn, kann man so sagen. Natürlich habe ich den auch ungetuned. So. Natürlich langsam wie nur was. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Spiel hier ist nicht durch, sondern seht euch das mal an. Ich habe erst Blacklist 4 und ja, die hatte ich innerhalb von 3 Tagen erledigt. So, egal. Dann machen wir mal Race. Okay, Hammer. Das ist natürlich für PC. Auch Hammer. Ah, hier die fetten. Also fett aufgezeichneten Zeichen. Das bedeutet meist immer dann, dass der Wagen, den man gerade fährt, eigentlich schneller ist als die anderen Fahrzeuge. So, Mautstelle habe ich schon überall. Das Spiel ist eigentlich auf Deutsch installiert, ist aber wegen dem Absturz auf Englisch, ist mir egal, ich kann eh Englisch. Und sieht man ja auch manchmal, na gut, ich kann nicht so gut Englisch, aber scheiß drauf, egal. Sorry für den Ausdruck, bin halt eben ein bisschen angepisst. Ah ja. Ja, was soll man noch dazu sagen? Demnächst, also ich habe das Spiel ja für PS2 und PC. PC, was wartet? Egal. Ja, was soll man dazu noch sagen? Eigentlich weiß ich gar nichts mehr. So, gehen wir mal raus aus Karriere. Nochmal. So. Komm schon. Ich spiele hier mit einem Gamepad. So, sieht er aus. Der ist für PS2 und für PC. Kostet zwar nur etwas. Der war im Sonderangebot für 20 Euro. Kostet normalerweise auch so um den Dreh. Naja. Ja, was muss ich denn hier noch machen? Ja, ziemlich viel. Bürgerwehrmission hatte ich allerdings schon, ist aber nicht gespeichert. Das muss ich ja noch machen. Kriege ich eigentlich schnell hin. Der Next geht auch dann weiter mit GTA San Andreas. Wieder mit, was weiß ich, Explosionen aller Art. Ich weiß nicht was. Egal. Auf jeden Fall viel Spaß noch weiterhin mit dem Spiel. Ich mache jetzt mal die Musik wieder lauter. So. Einmal zack. Und dann sehen wir uns nicht mehr wieder. Na gut, wir sehen uns schon wieder auf YouTube. Egal. Ja. Thank you.
Ja, ich lass mal gerade was einfallen, wie ich die Kamera am besten platziere. Die ist natürlich neu, die Kamera hier. Sonst könnte ich ja nicht aufzeichnen. Ich weiß nicht, was für ein Programm ich brauche, damit ich Bildschirmübertragung machen kann. Und wie ich sehe, ist der Bildschirm hier an der Seite bisschen nach da gerückt und der hier zu weit nach da. Ah ja. Ja, ansonsten viel Spaß. Tschö.